ein Träger, Cyberpunk, meine Fantasie macht klar. Hallo Leute, ich grüße euch. Was haben wir denn da Schönes gesehen? Wir haben gesehen, dass sich Materie in der Luft wie nichts bewegt. Wir haben flüssige Stoffe gesehen, die sich quasi anpassen, ja, und gewisse Haptik wiedergeben. Wir haben nichts anderes gesehen als die Zukunft des haptischen Feedbacks in seiner reinsten Form und in seiner Form, die es in verschiedenen Ausführungen gibt, die keine materiellen Dinge quasi mehr benötigen in Form von Bauteilen. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen, kurz gesagt. Zum einen das erste, was wir da gesehen haben im Intro, das Schiff, was in die Luft emporsteigt, ist eine sehr, sehr weit zurückreichende Technologie, die von einem Wissenschaftsteam aus Japan erforscht wurde und quasi man mit Ultraschall Materie steuern kann. Man kann sogar Materie formen, meine Damen und Herren, ja, und sogar quasi haptisches Feedback holographisch erstellen und einem das Gefühl vermitteln, dass man ja dieses Erlebnis gerade von Tropfen oder einem Ball an seiner Hand hat. Ja, das Ganze funktioniert nur über Ultraschall. Also das sind Frequenzen, die wir nicht hören in dieser Form. Ich finde das Ganze doch recht beeindruckend in dieser Kategorie, in Anbetracht, dass das dann mit den Jahren sich immer weiter vorangeschritten hat, das Ganze. Wir werden das auch jetzt im weiteren Verlauf dieses Videos sehen, was ich bei meiner Recherche von diesem Wissenschaftsteam so herausgefunden habe zu dieser Thematik. Und ich finde das wirklich begeisternd und ich werde dieses Video quasi jetzt dann kommentieren, werde aber parallel noch dazu euch erzählen, was es mit dieser flüssigen Materie auf sich hatte, dieser schwarzen im Trailer. Und zwar handelt es sich quasi um eine magnetische Materie. Diese magnetische Materie ist fähig, Feedback zu reproduzieren. Also das heißt, wenn man im Spiel XY ist, schafft es diese Materie, dieses Feedback in diesen magnetischen Flüssigstrukturen quasi einem zu vermitteln. Ich erkläre es euch so, weil ich kann euch jetzt nicht die ganzen physikalischen Grundprinzipien des Systems erklären, das ist zu komplex, ja. Aber wir sehen zumindest, wie sich diese Ultraschalltechnologie jetzt in diesem Video so weiterentwickelt hat. Und ihr seht, was da alles möglich ist, ja, dass man da quasi Feedback erstellt, ja, ohne dass man da quasi, ja, gewisse Bauteile benötigt, Handschuhe und so weiter und so fort. Wir sehen nichts anderes als die Zukunft in AR, ja, was, oder in XR oder in VR, egal was ihr da, wie gesagt, euch vorstellen könnt in nächster Zeit, was uns da erwarten wird, ja, wie man sowas realisieren kann, Dinge, ja, fühlbar zu machen in der VR, ja. Ich finde das Konzept sehr interessant. Wir sehen ja jetzt hier anhand dieses Beispiels zum Beispiel, dass man ja, man spürt, wenn man mit den Fingern was malt, ne, man spürt, wenn man da Sachen ansteuert, ja, der Haptoklon ist auch extremst interessant, ne. Das seht ihr hier jetzt anhand dieses Beispiels, ne, dass wir hier einmal linke Seite einen Klon haben und rechts einfach das Reale, ja. Und wir können quasi Dinge damit in Bewegung versetzen, ne? durch diese einfach Ultraschalltechnologie, die da realisiert wird. Das ist wirklich erstaunlich, ja, oder man fühlt quasi Dinge untereinander, ne? Wie wir anhand dieses Beispiels jetzt sehen, ne?
Es ist wirklich ja, interessant, an was da geforscht wird in dieser Zeit, ne? Wir sind jetzt im Jahr 2019, also ihr merkt, es wurde immer fortschrittlicher, immer besser, immer ja, interessanter das ganze Thema, ne? Ich kann das jetzt hier nicht im Detail alles so aufschlüsseln, ja, weil jedes Forschungsprojekt für sich alleine schon eine lange Zeit brauchen würde, um das da, wie gesagt, ausgiebig zu erläutern. Ihr seht jetzt hier halt nur kurzfristig, ne, im Verfahren, wie das realisiert wird und was man damit dann nutzen kann, ne? Und ja, ihr seht ja, dass man da, wie gesagt, versucht, dieses haptische Feedback in die Hand zu projizieren, ne? Und ja, einem so das Gefühl in den Händen zu geben mit diesem Ultraschall, ja. Es ist erstaunlich, wie gut das jetzt schon funktioniert, ne? Auch im Jahr 2019, wo es dann ergründet wurde. Es ging dann weiter, ne? Also die haben nicht aufgehört, ja. Die haben dann versucht, quasi ja, Dinge einem fühlbar zu machen, ne? So Wärme oder anderweitige Dinge, ja. Ich finde das extremst krass, ne? Dass man fähig ist, mit Ultraschall solche Dinge zu realisieren. Ja, es ist unfassbar eigentlich, ne? Dass man da quasi mit Akustik, ist es ja letzten Endes, ja, so viele Dinge ansteuern kann, die im physikalischen Raum sich bewegen, ja. Chemisch sehe ich da quasi auch Effekte mit dazu, ne? Also es ist wirklich mega spannend, ja. Oder hier, schaut mal das da. Das fand ich ja auch mega interessant hier, ne? Dass wir da quasi dieses akustische Feld haben, ne? Und dann guckt mal, habt ihr das gesehen mit der Temperaturveränderung? Seht ihr das? Das ist einfach nur krass, Leute. Es wird mit Ultraschalltemperatur verändert, ey. Ist das geil oder ist das geil, Leute? Ehrlich, Ultra Hammer, Ultra Hammer. Das ist die Zukunft von haptischen Feedback, was wir hier sehen, ne? In jeglicher Form. Unfassbar. Also ich werde euch noch weiteres zeigen, was ich die Tage dann noch entdeckt habe. Also in Sachen Technologie und Wissenschaft, ja, da kommen glorreiche Zeiten auf die Menschheit zu, wenn man sich für solche Thematiken interessiert, ne? Es ist ja eine Steigerung seinesgleichen und auch, ja, wie man in der Zeit das alles so ergründet hat hier alles, ne? Das da, schaut mal, da formt man quasi mit Ultraschall Formen. Also man formt Materie und bewegt Materie. Da seht ihr das gerade selber. Ist das geil oder ist das geil, Leute? Lasst doch mal eure Fantasie spielen. Wir sind jetzt hier erst am Anfang dieser Technologie. Guck mal, was ihr damit alles schon machen könnt. Guck mal, ihr könnt Buchstaben formen. Ihr könnt alles Mögliche damit formen mit dieser Levitation, ja? Guck mal, mit der Levitation formen sie Sterne, Buchstaben, alles, ey. Das ist der Wahnsinn. Guckt mal hier, Leute. Seht ihr das? Es ist unglaublich. Jetzt kommen wir schon in die Holographie. Alles im Jahr 2019 war das, ne? Genau. Da seht ihr jetzt, wie quasi diese Form da reguliert wird, ne? Das ist natürlich alles sehr präzise, ne? Berechnet und da muss alles genau stimmen, ne? Damit man da diese ganzen Analysen und Messungen vornehmen kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist erst der Anfang, ne? Das ist erst der Anfang der Thematik, ja? Ich stelle mir schon so gerade vor, wenn man wirklich mal so eine Riesenkammer bauen würde, das würde wahrscheinlich Milliarden kosten und dann anfangen würde, wirklich per Levitation Dinge richtig zu formen, ne? Also da kann man schon fast den Holodeck simulieren, ne? Wenn du so willst, ne? Also schaut mal hier, da seht ihr auch nochmal ein schönes Beispiel, ne? Dass man hier ein virtuelles 3D-Objekt an einem physikalischen Objekt mitbewegen kann. Es ist unfassbar, ja? In Verbindung mit diesem AR-Display, was der Typ da trägt, ne? Das ist geil einfach, Leute. Das ist einfach Dope Tech, ey. Dope Tech, muss ich euch sagen. Ne, also Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Projekt und dann neigen wir uns auch langsam mal dem Ende zu, ja. Force Presentation. Ne? Ich hoffe, das wird nur zum Guten verwendet. Wenn diese Technologie bei den Ping-Pong-Weltmeisterschaften verwendet werden, dann wird das zum Problem hier. Ne? Aber ihr seht ja, schaut mal. Ihr seht, was das für eine Kraft hat, ne? Was man damit ansteuern kann.
Die Fantasie ist quasi grenzenlos, was man damit alles realisieren könnte in Zukunft, ne? Da brauchst du aber riesige Investitionen, riesige Forschungsgruppen, die das intensivieren, ja? Pff, boah, diese Technologie kann überall Verwendung finden. Die kann man überall einsetzen, ja? Ihr könnt ja sogar damit Flüssigkeiten bewegen, das seht ihr ja hiermit, ne? Also nicht nur einfach auf so einer platten Fläche bewegen, ihr könnt Flüssigkeiten auch in die Luft schweben lassen wieder, ne? Und zurück zum Absender schicken, ja? Oder Dinge aufgreifen. Also das ist unfassbar. Das ist nicht Magnetismus, was wir hier sehen, Leute. Das Thema kennen der ein oder andere von euch, die sich für Wissenschaftsthemen interessieren, mit Magnetismus, dass man das mit Magnetismus realisieren kann. Nee, das wird ja alles über Ultraschall, Akustik realisiert, Leute, ja? Da wird die Physik quasi aufs neueste Level gehoben hier bei dem Thema, ne? Genau. Also, ihr wisst jetzt Bescheid. Wir können Haptik durch Ultraschall realisieren. Wir können holographische Bilder mit Ultraschall realisieren. Ja, wir können mit Ultraschall Dinge ansteuern. Wir können mit Ultraschall Materie verändern und so weiter und so fort. Ne? Da gibt es wirklich viele Anwendungsszenarien, die da auf uns zukommen in nächster Zeit. Und Anwendungsszenarien, die schon zum Beispiel bei der magnetischen schwarzen Flüssigkeit schon Verwendung finden für haptisches Feedback unter anderem. Ne? Genau. Ja, und jetzt gibt es quasi zum Thema haptisches Feedback Westen, Handschuhe, die kennen wir ja alle in der VR, aber das ist mal was ganz Neues, finde ich, ne? Wo man seinen Horizont einfach mal erweitern kann in Zukunft, was da auf einen zukommen könnte in einer fortschrittlichen Welt, die hoffentlich uns ereilt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag oder schönen Abend. Ciao.